Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit dem guten Dwighty Boy und ich bin die Obsession. Alles klar. Ich habe heute Flink dabei, Tanz mit mir, schnell und leise und den eisernen Willen. Wir sind so ein bisschen drauf ausgelegt, den Killer hoffentlich wieder loszuwerden, wenn er uns denn einmal jagt. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ja, ich hoffe, ihr habt euch über das Video gestern gefreut. Ich habe mich auf jeden Fall über euer Feedback gefreut. Vielen Dank dafür, für die ganzen Kommentare und für die ganzen Likes und so weiter. Dankeschön für den Support, Leute. Und sorry nochmal, dass da irgendwie für fast eine Minute einmal irgendwie dann der Sound weg war. Oh, Ruin und das Wiegenlied. Alles klar. Im Schnittprogramm war das eigentlich alles richtig. Ich habe mir das Video nämlich extra vorher nochmal komplett einmal angeschaut, aber irgendwie ja, haben sich trotzdem dann doch noch Fehler eingeschlichen, wie auch immer das geschehen ist. Hat mich richtig geärgert. Ich meine, mir wurde auch gesagt, so, ja, Grenze, ey, das Video ist fast eine Stunde lang und jetzt ist eine Minute halt ein kleiner Fehler drin. Das ist nicht ganz so schlimm, aber ich weiß nicht, ich bin mal so perfektionistisch, das ist total schlimm. So, wenn ich mir jetzt ein Video angucken würde, wo das so ist, dann würde ich auch denken, ah, kann ja mal passieren, nicht so wild und so weiter. Aber wenn mir das selber passiert, dann denke ich mir mal, ja toll, kacke, du hättest das Video gar nicht machen müssen. Stell's wieder offline, mach's nochmal neu. Ja, es war ein Struggle. Nun gut, okay, wir spielen. War das gerade Kotzi? Hab's jetzt gerade nicht richtig erkannt. Ich habe heute mal das Halloween-Outfit von Dwight an, bis auf den Kopf, denn ich bin und bleibe natürlich Dweird. Aber die Halloween-Outfits von letzter Season sind aktuell nochmal mit 25% rabattiert, wenn man sie denn mit den Aurazellen kauft. Und zu meiner großen Überraschung, damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, zu meiner großen Überraschung ist, sind gestern auch schon die neuen Halloween-Items live gegangen. Damit muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, da... Ah, es ist ein Geist, die... Okay, der kommt hierher. Dann hauen wir mal eben ab. Ist aber schon nah. Düpp. Okay, der geht wieder unsichtbar. Okay, merken wir uns für die nächste Palette. Schade, jetzt habe ich diese geile Palette weggewastet. Nun gut, die nächste Palette kommt bestimmt, Leute. Rennen wir hier nochmal ein bisschen rum. Na komm mit, Geisti. Du hast auch schon das hübsche Halloween-Outfit an. Also ja, die Halloween-Outfits von letzter Season gibt es schon im Rabatt. Und die von dieser Season, die gibt es schon im Shop für Aurazellen zu holen. Denkt aber dran, Leute, dass ihr euch noch 6 Teile bzw. 2 komplette Outfits gönnen könnt. Also wenn ihr zuschlagen wollt, dann holt euch ein paar Outfits jetzt gerne schon für Aurazellen, aber denkt bitte dran, dass ihr... Ja, genau! Das habe ich auch so gesehen. Denkt bitte dran, dass ihr euch noch 2 durch das Event verdienen könnt, das dann demnächst starten wird. Oh Gott, ich renne mal rum. Schaffe ich... Yep. Okay, perfekt. Versuche mich schon mal hochzuheilen. Ah, erstmal abhauen. Da kommt er um die Ecke gecruised. Whoop. Wo ist die nächste Palette? Wir rennen so von Palette zu Palette. Ey, Leute, rennt doch mal. Ich werde seit einer halben Stunde gejagt. Okay, wollt ihr einen mal wegtanken? Okay, entweder kürzt er durch den Tempel ab oder er hat keinen Bock mehr auf uns, weil wir ihn zu lange hinhalten. Das kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass ich mich hier jetzt mal hochheile. Hier ist leider keine Palette mehr. Aber gut, heilen wir uns hoch. Ja, ein Geisti. Wiegenlied, Ruin. Dann definitiv noch den schlampigen Schlachter. Oder es könnte auch ein Addon sein. Mist, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, als ich erwischt wurde. War das der schlampige Schlachter oder hat er das Addon drauf? Keine Ahnung.
Es ist auch immer noch ein Totem hier. In der freien Natur. Und treibt sein Unwesen. Können natürlich auch noch die Nötschelle geben, aber... Meinte... Na, ich weiß es nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand wirklich komplett auf die Totems geht. Ich renne noch einmal kurz zurück. Ah, guck mal hier. Ein Totem habe ich am Anfang schon weggemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Nöt hat. Aber, ja, wir werden es am Ende sehen. Oh, mein Generator war doch schon ziemlich weit, oder? Der kommt in den Keller, gehe ich mal von aus. Es sei denn, der Keller ist da vielleicht auch gar nicht. Aber wir rennen jetzt mal eben rüber. Da unten müssten ja eigentlich auch noch die beiden alten Säcke sein. Die beiden alten Männer, Helden und so. Wir gehen mal eben zu unserem Gen zurück. Also Zielkategorie ist irgendwie ein bisschen mau, wahrscheinlich. Aber hey. Vielleicht, da wurde schon jemand erwischt. Perfekt. Dann machen wir hier den Generator fertig. Da vorne ist sogar ein Ausgang. Und dann gucken wir mal, was passiert. Nee, ich war, also hättet ihr damit gerechnet, dass die Halloween-Outfits jetzt schon kommen? Bevor das Event startet? Ich hätte halt gedacht, so zack, 22. startet das Event. Und dann, einer hatte immerhin Adrenalin dabei. Und dann beginnt die Phase, wo man dann die Dinger auch kaufen kann. Aber nee, man konnte jetzt direkt loslegen. Nun gut. Ich bin mal eben hier flink unterwegs. Wo ist der andere? Da war der gar nicht. Hm. Wo ist der andere Ausgang, Leute? Hier oben ist kein Totem mehr. Ja, man muss ja mal gucken, ne? Andere Ausgang. Da? Nee. Ah, hat doch noch Nöt. Oh Mann. Da glaubt man einmal nicht an Nöt und dann hat er Nöt. Da wurde noch ein Totem weggemacht. Wir können hier auch nochmal das Totem wegmachen, einfach nur für die Points. Ich habe jetzt irgendwie sowieso mich verlaufen. Was heißt verlaufen? Ich habe den zweiten Ausgang nicht gefunden. War der denn da hinten, wo der Typ jetzt umgeklatscht wurde? Könnte sein. Oh Mann, wieso passe ich nicht einmal auf, Mann? Aber hier nah an uns dran. Ja, wenn er... Oh, den hat er gesehen. Den... Kate hat er nicht gesehen? Doch, okay. Wo ist denn jetzt ein Ausgang? Yo, die tankt doch einfach nicht. Ehrenfrau. Da ist der andere Ausgang. Oh, die sind aber nah beieinander. Wie weit ist denn der schon? Ich würde ja ganz gerne sonst nochmal mich da ranstellen. Ah ja, okay. Weil das gibt ja auch Zielkategorie. Und wie wir alle wissen, ich brauche die Zielkategorie. Ja, wäre halt geil gewesen, wenn man sich da nochmal irgendwie zwischen den Geisti und den Bill geworfen hätte. Wir machen natürlich nicht auf. Immerhin nochmal ein paar Pünktchen hier. So, jetzt sind aber alle Totems weg übrigens. Ruin, Wiegenlied, Nöt und wir haben noch zwei normale Totems gemacht. Oh, der steht wieder. Heil du den mal hoch. Ich mache ja erstmal den Ausgang auf. Braucht die Zielkategorie-Punkte und Heilung. Heilung, die 400. Wayne. Obwohl, sind schon alle Gens gemacht. Hätte mehr gebracht. Egal. Das Ausgangstor hier bringt noch mehr. Wir machen es nicht auf. Man weiß ja nie. Ach, ehrlich? Das bringt auch nur so wenig? Ich hatte irgendwie mehr in Erinnerung. Nun gut. Ja, hätte ich da mal mitgespielt dann. Also rauskommen sollten wir eigentlich alle. Da hat er Kate nochmal erwischt und die farmt aber nochmal schön ab. Läuft bei dir, Kate. Für die Blutpunkte. So, hier könnten wir aber notfalls nochmal tanken. Oh, sie ist sogar tot. Gut, dann war das ein hoher Preis. Oh, Tapferkeitskategorie. Die ist aber voll. Da wurde jemand erwischt. Lauf, mein Freund, lauf. Where you at? Da. Zack. Oh mein Gott, wo rennst du denn lang? Why you do this? Wo ist er hin? Er ist durchs Fenster und Geisti ist... Was ist denn das für ein Laufweg?
So, dann heilen wir den anderen hoch. Ach, du bist schon hochgeheilt, okay. Da ist er aber auch ein bisschen merkwürdig gerannt, also der Bill. Der hat doch noch nach hinten geschaut, der hätte auch sehen müssen eigentlich, dass ich da bin, um zu tanken. Wo kommt denn der jetzt hin? Oh, der hat sich nochmal befreit. Wo denn, da hinten? Das sind, glaube ich, Premates, oder? Seid ihr Premates? Ja, jetzt, aber jetzt renn doch mal richtig, Junge. Du weißt doch, wo der Ausgang ist. Chabos wissen, wer der Babo ist, oder so. Da kürzt der Geist die wieder ab, der Penner. Aber das ist... Der ist weg. Ja, nice. So, gib mir nochmal einen Hit hier. Jo. Können wir nochmal uns hochheilen. Blub, dankeschön. Puh, Ziel der Besessenheit ist entkommen. Gibt auch nochmal fleißig Punkte, Leute. Wir haben überlebt. Das sieht alles so aus. Als ob das ganz gut gelaufen wäre für uns, die Runde. GG, well played. So. Puh, ja, Zielkategorie war nicht so wirklich am Start. Wir haben ihn relativ lange hinhalten können. Auch wenn wir die Palette, die eine Palette habe ich ein bisschen früh gezogen. Ja, da kann man, glaube ich, schon so sagen. Die in der Hütte, die hätte man ruhig noch ein bisschen stehen lassen können. Und das köstliche Gulasch sagt nicht GG. Naja. Okay, Barbecue war dabei, das heißt, hier seht ihr schon zerfleischt und Blutung. Hat er das Addon drauf gehabt. Konnten ihn relativ lange hinhalten. Ich habe nicht erwartet, dass das Gulasch nöt dabei hat, obwohl es ein Geist hier ist. Das muss man mal hier... Also, und einmal glaube ich dann dran, dass kein Nöt ist und dann werde ich vom Gulasch wieder enttäuscht. Leute, wir können ja nochmal einmal kurz in den Shop reinschauen, dass ich euch die ganzen Skins, die Halloween-Skins jetzt auch nochmal hier in-game zeige. Ich habe euch ja gestern nur Bilder im Video präsentiert, weil ich wirklich auch nicht damit gerechnet habe, dass sie so schnell online gehen. Aber gucken wir uns hier nochmal ganz kurz die neuen Skins an. Fangen wir an mit Vigos Plünderer. Das ist ein neuer Skin für Jake, der auch wirklich richtig schön viel von diesem ekligen Zeug abbekommen hat. Der Dwight-Skin ist ja so richtig clean. Der ist ja so, weiß ich auch nicht, ey, der ist gar nicht so geil irgendwie, finde ich. Dann haben wir die verbrannte Erntehelferin. Das ist die Hexe, die auch relativ creepy ist. Die wird auch immer dünner, ne, die Lisa. Guck dir mal an hier, die hat ja, da ist ja gar nichts mehr. Die wird ja nur noch hier von irgendwelchen ekligen... komischen Zeug zusammengehalten. Ja, hier hinten hat sie ihre Spritze drin. Da die ist die Hexe. Und dann haben wir hier noch die Dienerin des Serums, aka Kotzi. Sieht auch hier mit den ganzen Pusteln. Richtig cool aus eigentlich. Die Waffe ist auch nicht schlecht. Die Waffe, finde ich, die kann man auch mal so... Guck mal, die könntest du auch mal so einfach ganz normal zu deinem Outfit mitnehmen. Dann die feurige Abstammung, oder wie hieß es? Ja, feurige Abstammung. Die Rin, das Quark-Erschirn. Ich weiß nicht genau, was das da oben noch für ein weiteres Auge ist, aber es sieht sehr interessant aus. Hat auf jeden Fall was, obwohl mir die Frisur halt irgendwie nicht so wirklich gefällt. Da, Aber man muss halt mit diesem Kopf ja quasi spielen, wenn man dieses Gesicht haben will. Wer könnte diesem Gesicht widerstehen? So, und zu guter Letzt, Leute, upsala, haben wir noch den brodelnden Unterhalter, der Clown mit seiner Fingersammlung hier. Das sind aber viele, das sind nicht mal so viele Finger? Oder sind das spezial viele Finger? Da ist doch sonst immer nur, ja, guck mal, da ist doch sonst immer nur ein Schlüsselbund. Der hat vier Finger, der hat auch vier, die haben immer vier scheinbar. Aber er hier ist ein richtiger Sammler, Leute, der hat acht Finger. Was sagt ihr jetzt? Das sieht aber auch interessant aus hier mit diesem Kopf. Aber hier, das ist das komplette Outfit. Die Waffe. Oh, die hat auch was. Nicht schlecht. Also mir gefallen die Halloween-Skins wieder sehr gut, muss ich sagen. Die letztjährigen haben mir auch schon relativ gut gefallen. Habe ich mir auch viele geholt von. Und ich denke auch, dass ich hier mir wieder... Ja gut, Jake wahrscheinlich nicht. Aber zwei kann man sicher erspielen. Und die anderen beiden werde ich mir dann so gönnen. Weil ich die eigentlich immer ganz cool finde. Also da machen sie wirklich... Machen sie schon einen coolen Job, muss man ja sagen. Ihr seht schon hier zum Beispiel beim Billy habe ich mir letztes Jahr die Hose nicht geholt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, guckt ihr mal die... Das ist jetzt... Das hier ist die Hose.
Ich finde, die Hose ist jetzt nicht so krass was Besonderes, deswegen. Und da habe ich jetzt schon ein paar Hosen, da kann man dann auch einfach zum Beispiel die Hose hier anziehen. Oder die mit den Hasen, meinetwegen. Und bei dem Doktor habe ich mir die Waffe nicht geholt und die. Sein Matschgesicht nicht. Hm. Ja, bei ihm habe ich mir nur das hier geholt, quasi. Das passt halt auch mit vielen Sachen. Aber für 600 kann man sich das eigentlich jetzt auch gönnen, ne? Ja, ach komm. Was soll der Geiz? So, haben wir nochmal 600 Punkte ausgegeben. Nun denn, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Ja, wir haben uns hier nochmal die Skins angeschaut. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welcher Skin euer Favorit ist. Wie findet ihr die neuen Skins? Findet ihr sie cooler als die vom letzten Jahr? Werdet ihr zuschlagen hier bei der Rabattaktion, die es gerade gibt, auf den alten Charakteren? Ich meine 25% runter. Das ist dann 900, genau hier. Klödia habe ich ja noch gar nicht. Normalerweise kostet jetzt 1200. 10% gibt es eigentlich immer, das heißt eigentlich 1080. Also spart man jetzt nochmal 180, also für 900 Aurazellen kann man sich das jetzt gönnen. Oder halt, wie gesagt, man kann sich natürlich auch das Klödia-Outfit, könnte ich mir jetzt auch mit den Dingens holen. Mit dem Serum, was man verdienen kann, aber die werde ich in zwei neue Outfits reinstecken. Also zwei werde ich mir wahrscheinlich kaufen und zwei werde ich mir dann mit dem Serum natürlich noch holen. Warum auch nicht? Wenn man das Serum schon verdient. Nun gut, ihr habt gesagt, ich mache Feierabend, jetzt mache ich auch Feierabend. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare und über Likes und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, das wäre auch ziemlich geil. Bis dahin, haut rein. Tschüss.